komm, es geht los. Frohe Weihnachten, liebe Familie. Hallo. Und wieder einmal feiern wir das schönste Fest des Jahres. Oh ja. Das Fest, an dem wir an die Geburt denken. Ups, wie tollpatschig. Die Geburt von Jesus in Bethlehem. Lasst uns zusammen darüber nachdenken, was genau passiert ist. Denn es ist so ein wichtiges Fest. Passt gut auf, es kommen viele wichtige Personen vor. Wir werden sehen, was vom Anfang bis zum Ende geschehen ist. Frohe Weihnachten! Ein schönes Geschenk! Was für ein Fest! Wenn ihr gut aufpasst, merkt ihr, dass Weihnachten immer lange im Voraus angekündigt wird. Es geht los mit Werbung für Plätzchen, Sekt, Spielzeug, Parfum und alle möglichen Geschenke. Wir merken, dass Weihnachten sich nähert, wenn die Werbeankündigungen beginnen. Mit dem ersten Weihnachten war es genauso. Die Weihnachtsankündigungen fingen 700 Jahre vorher an. Was? Die Propheten fingen mit den Ankündigungen an. Er kommt, er kommt! Es ist soweit, es ist soweit! Und die Leute sagten, wer denn? Was denn? Unsere Erlösung ist nahe. Aber warum brauchen wir Erlösung? Und die Propheten erklärten, wir brauchen Erlösung von der Sünde. Die Sünde ist das Schlimmste, das Einzige, das dem menschlichen Herzen wirklich Schaden zufügt. Sünden sind zum Beispiel Egoismus und Gewalt, Lüge und Mord. Aber auch Neid ist eine Sünde. Wenn wir jemanden sehen und denken, ich will das haben, was der hat, ich will das auch. Die Habsucht ist der Wunsch, immer mehr zu besitzen, immer mehr, immer mehr. Sie führt zu schrecklicher Ungerechtigkeit. Wir Menschen haben alle eine Wunde in unserem Herzen, die Sünde. Das ist eine so große Wunde, dass sie zuerst weitere Wunden und nach einer Weile den Tod der Seele verursacht. Also so ähnlich wie Corona. Denn Corona ist ein Virus, den es überall gibt, der am Anfang Fieber und Husten verursacht. Und wenn du ihn nicht rechtzeitig behandelst, kann er zum Tod führen. Deswegen haben wir Angst vor Corona und sagen, wir müssen Masken tragen. Wir müssen uns oft die Hände waschen. Mit der Sünde ist es genau dasselbe. Unsere Seele wird durch die Sünde krank. Vor dieser Krankheit kann man sich weder mit Masken noch mit guten Ratschlägen oder Büchern schützen. Man kann sie auch nicht mit den besten Vorsätzen heilen. Es braucht einen starken Impfstoff. Und den haben uns die Propheten angekündigt. Der Impfstoff kommt! Der Impfstoff kommt! Er ist schon da! Der Impfstoff ist Gott selbst, der sich zum Arzt und zur Medizin für unsere Seele macht. Und die Propheten kündigten an, dass der Impfstoff im kleinsten Ort der Region entwickelt werden würde, in einem winzigen Dorf in Judäa. Aber viele sagten, unmöglich, wieso sollte der Impfstoff von dort kommen und nicht eher aus einer wichtigen Stadt? Aber nein, Gott ist so verliebt in die ganz einfachen Menschen, die Kleinen, die sich nicht wichtig nehmen. Deshalb sagte er, den Impfstoff werde ich dorthin bringen, wo die Menschen am demütigsten sind. Und dann folgten viele weitere Ankündigungen, bis schließlich die große Ankündigung kam. Und zwar die Verkündigung. Maria war an dem Tag zu Hause. Vielleicht hat sie gelernt oder sich gerade die Haare gekämmt oder etwas genäht oder sie backte einen Kuchen. Wir wissen nicht, was sie in dem Moment gerade tat. Wir wissen aber sicher, dass sie sich ziemlich erschrocken hat. Plötzlich erschien in ihrem Zimmer ein Engel. Er sagte zu ihr, hab keine Angst, Maria, denn die Gegenwart Gottes lässt alle Angst aus unserem Leben verschwinden. Deshalb sagte der Engel zu Maria, freu dich, denn ich habe eine große Neuigkeit für dich. Gott hat dich auserwählt, die Mutter des Messias zu werden, also des Impfstoffs, des Retters der Welt, der uns von der Sünde heilen wird. Wie findest du das?
Wie soll das geschehen? Ich bin nicht verheiratet und erkenne keinen Mann. Sie konnte natürlich Männer erkennen, zum Beispiel ihren Vater und ihren Verlobten Josef. Wenn sie sagt, dass sie keinen Mann erkennt, meint sie, dass sie noch mit keinem Mann zusammen war, dass sie nicht verheiratet war. Da sagte der Engel Gabriel zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und ein Kind in deinem Bauch entstehen lassen, das Jesus heißen wird. Und ich werde dir noch etwas erzählen, sagte der Engel. Deine Cousine Elisabeth, die eigentlich schon zu alt dafür ist, bekommt auch einen Sohn. Das sage ich dir, damit du siehst, dass für Gott nichts unmöglich ist. Jetzt bist du an der Reihe. Was sagst du dazu? Maria antwortete: Was soll ich sagen? Ich kann gar nicht anders. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Denn ich bin die Magd des Herrn. Ich will Gott in allem gehorchen. Beeil dich, richte Gott von mir aus, dass ich einverstanden bin. Der Engel ging. Und was machte Maria? Hier beginnt das nächste Kapitel der Weihnachtsgeschichte. Die Heimsuchung. Das ist Marias Besuch bei ihrer Cousine Elisabeth. Am folgenden Tag wachte Maria ganz glücklich auf und dachte: Ich muss unbedingt Elisabeth besuchen. Elisabeth lebte in den Bergen. Das war ein sehr weiter Weg. Maria war in Höchstform und lief zu Elisabeth. Elisabeth, wo bist du? Ich bin es, Maria, deine Cousine, Elisabeth. Wir wissen nicht, was Elisabeth gerade tat. Vielleicht backte sie gerade einen Kuchen. Plötzlich hörte sie eine Stimme und sagte: Das ist doch Maria. Und ihr Baby, das schon seit 6 Monaten in ihrem Bauch war, machte richtige Freudensprünge. Und sie sagte: Ui, was ist jetzt los? Der Heilige Geist flüsterte Elisabeth ins Ohr: Der Messias, der Impfstoff kommt. Er kommt zu dir nach Hause. Geh schnell raus und empfange Maria. Elisabeth ging ganz begeistert raus und sie umarmten sich und lachten. Ist ja ewig her, du hast schon ein richtiges Bäuchlein. Sie war nämlich schon im 6. Monat. Elisabeth sagte: Was für ein Glück habe ich, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Das sagen wir alle immer noch im Gegrüßet seist du Maria, nicht wahr? Das haben wir von Elisabeth. Und Maria, die vor Freude weinte, sagte zu ihr: Meine Seele preist die Größe des Herrn. Ich freue mich so, dass Gott auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut hat. Von nun an werden mich alle Geschlechter selig preisen, die Kinder und Kindeskinder bis zum Ende der Welt. Das tun wir jedes Mal, wenn wir ein Gegrüßet seist du Maria beten. Wir sagen zu ihr: Freu dich, Maria, denn du bist voll der Gnade. Das heißt, erfüllt von Gott. Nach 3 Monaten kam Maria zurück nach Nazareth und traf sich mit Josef, ihrem Verlobten. Josef sah sie genau an und dachte: Sie hat aber zugenommen. Er fragte: Wie war es bei Elisabeth? Sehr schön. Hat sie schon ihr Baby? Also entweder hast du viel gegessen oder du bist auch schwanger. Er war ziemlich beunruhigt. Die Leute fingen an zu reden. Josef, Maria ist ganz schön dick geworden. Josef dachte: Vielleicht hat sie einen anderen geheiratet und mir nichts davon gesagt. Was ist nur los? Und eines Tages, als er schlief, erschien wieder ein Engel. Er sagte: Kein Grund zur Sorge, mein Lieber. Hab keine Angst, Maria zu heiraten. Denn das Kind in ihrem Bauch ist Gottes Sohn. Josef war überglücklich. Ich kann es gar nicht erwarten, Maria ganz fest zu umarmen. Alle Sorgen und Ängste sind vorbei. Ich möchte mich nur gut auf die Ankunft Jesu vorbereiten. Welcher Tag würde sich besser eignen, sich an die Geburt Jesu zu erinnern, als der 24. Dezember? Deshalb stehe ich Heiligabend wieder hier an der Krippe, um euch von den Hirten, den heiligen drei Königen, von den Geschenken und noch vielem anderen zu erzählen. Was für ein Fest! Frohe Weihnachten!